So, hallo zusammen. Wir sind jetzt hier bei uns im Büro mit dem Manuel. Manuel ist nicht nur Mitglied der ersten Stunde, sondern mittlerweile eigentlich gehört er zum Inventar. Also er hat uns schon beim Umbau geholfen und er ist eigentlich immer da, wenn man braucht. Also eigentlich kann man schon sagen, er ist Teil der Puf-Familie. Aber Manuel, stell dich erstmal selber vor, dass die Leute auch wissen, wer du bist und wo du herkommst und was du bist. Ja. Okay, also ich bin der Manu, wie der Daniel schon gesagt hat, bin 27 Jahre alt, bin jetzt als Soldat tätig und ja. Was treibst du in deiner Freizeit? Ja, in meiner Freizeit bin ich natürlich hier, wo denn sonst? Ne? Das stimmt allerdings, ist halt echt manchmal wirklich zweimal am Tag da. Ja, was halt so unheimlich viel Spaß macht. Ja, so soll es sein. Ja. Aber wir sind aus einem bestimmten Grund hier, weil Manu sah nicht immer so aus. So geil. Hier sitzt ja nur die erste Hälfte. Also die übrig gebliebene Hälfte. Da gab es mal noch eine Hälfte dazu. Also er war mal eigentlich das Doppelte. Klingt jetzt ein bisschen unglaubwürdig, aber wir werden gleich ein paar Bilder einblenden. Da seht ihr mal, wie er früher ausgesehen hat. Aber erzähl jetzt mal, wie kam es dazu und warum siehst du jetzt wieder so aus? Ja, okay, also das ist natürlich eine längere Geschichte. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Hol aus. Okay, ich war schon generell immer eigentlich relativ fest oder dick, weil dann einfach das Essen so gut schmeckt. Das kenne ich. Oh, schmeckt gutes Zeug, gell? Ja. Ja, also so richtig übel angefangen hat es in der Arbeit, in der früheren Arbeit. Da wo ich noch, ja, ich sage jetzt mal, das war ein kleines Familienunternehmen. Und da bin ich stark, ich sag jetzt mal, ausgebeutet worden. Mhm. Da war ich ja nur etwas jünger, direkt nach der Ausbildung. Also so 18 Jahre wahrscheinlich dann so. Genau, ja, so 18, 19 Jahre. Mhm. Und da wurden mir halt ja, so Sachen erzählt, wie zum Beispiel, ja, du wirst stellvertretender Geschäftsführer und wir sehen das Potenzial in dir und du darfst auf Firmenkosten einen Betriebswirt machen und bla bla bla. Und ich hatte auch immer wieder, das lustig war, ich hatte auch immer wieder den Antrag hier in der Hand und habe den immer wieder dem Chef vorgelegt und dann kamen halt immer wieder Ausflüchte, wie zum Beispiel, ja, jetzt ist zu spät, das muss man nächstes Jahr machen oder ja, die Firma ist jetzt gerade nicht flüssig, nicht liquide, ja, wir brauchen erst, können wir erst nächstes Jahr starten und so weiter und so fort. Das Ganze habe ich dann ungefähr, ich sage jetzt einmal, ja, 3-4 Jahre über mich ergehen lassen. Da staut sich dann natürlich auch Frust auf, ne? Oh ja. Oh ja, besonders, ich habe schon die ganzen Arbeiten übernommen. Mhm. Das heißt, als erstes kommen, als letztes gehen, die Kasse zählen und bla bla bla, das ganze Zeug halt einfach. Mhm. Ne? Also du hast eigentlich schon deinen Posten erfüllt, nur hast du nicht auf dem Papier gehabt. Genau, ja, richtig, richtig. Ja. Das Schöne war dann immer wieder, wenn ich dann immer wieder länger gemacht habe und der Chef schon nachmittags abgehauen hat, weil halt das Wetter draußen schön war. Ich war ja da, ich konnte das dann schon machen. Ja, genau. Also es war eine unheimlich schwierige Zeit und genau deswegen dann auch, das war halt wirklich reines Frustfressen. Also man könnte wirklich sagen, es war Frustfressen, ja. Irgendwo muss halt dann ja, das Ventil wieder aufgemacht werden sozusagen, ja, wenn sich Druck anstaut. Ich bin abends nach Hause gekommen, da war nichts mit Sport, da war halt auf die Couch liegen, kurz hier Pizza bestellt, aber das war nicht nur eine Pizza. Das war nicht nur eine Big Bear Pizza, ne, so ein Oschi. Okay. Also eine große Jumbo sozusagen. Ja, genau. Aber nicht nur das war, da gab es ja dann noch danach noch eine Currywurst mit Pommes und vielleicht sogar noch ein Eis dazu. Hm. Und das nur abends. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, auf die Zeit dann quasi, dass dann natürlich irgendwann mal ich auseinandergegangen bin wie ein Hefekuchen. Ja, das ist ständig, ja. Kein Sport, viel Essen. Ja. Da geht man auseinander. Und daran hat sich lange Zeit echt nichts geändert. Also das ging jahrelang so. Mhm. Und was war dann so dein Höchstgewicht, das du da erreicht hattest? 125 Kilo. Wow. Auf 1,67 Meter. Auf 1,67 Meter. Das ist ordentlich, ja. Also da war ich so schwer wie du, oder? Nicht ganz, ja. Okay. Na, also ich war, also, ne, das war echt eine richtig, richtig schwierige Zeit für mich. Mhm. Besonders, man hat sich ja selber auch nicht so. Also man selber sagt ja dann immer wieder. Man fühlt sich wohl, so wie man ist. Mhm. Aber das stimmt nicht. Kann gar nicht stimmen. Ja, ich meine, also ich kenne sie ja auch ein bisschen. Ich war auch mal frühes übergewichtig, jetzt nicht in dem Verhältnis so, aber ich hatte auch meine 100 Kilo ohne Sport.
Ohne Krafttraining, Sport hatte ich schon zum Beispiel immer gemacht, aber ich habe mich schon nicht wohl gefühlt. Also da will ich gar nicht wissen, wie du dich gefühlt hast, mit mehr Gewicht auf kleinerer Größe. Ja, ich bin schon immer wieder mal, ja, nicht regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen, sondern ich sage jetzt einmal einmal in der Woche maximal, na, mal eine Woche aus Zeit lassen oder so, also einfach nichts gemacht, weil halt ganz einfach das schon unheimlich frustriert hat. Man geht ins Fitnessstudio, man wird angeschaut, man wird aber nicht angeschaut, weil man gut aussieht, sondern wird man angeschaut, weil, was will der Fettsack hier? Also ich muss echt, also wirklich, wie ich angefangen habe, ja, es war halt wirklich, also man hat halt die Blicke förmlich gespürt. Das finde ich beispielsweise immer irgendwo, ja, ich weiß nicht, wie es korrekt ausdrücken ist, aber einfach idiotisch. Es ist wie man sagt, was will ein Arbeitsloser auf dem Arbeitsamt? Ja, der sucht Arbeit und was will ein Dicker im Fitnessstudio? Ja, abnehmen, what the fuck? Ist doch logisch. Ja, aber das ist dann so eine Art Teufelsspirale. Man geht ins Fitnessstudio, um was zu machen, wird dann aber unheimlich frustriert durch die ganzen Blicke und durch das, ja, ich habe sogar natürlich ab und zu welche neben mir lachen können, ne, und sowas. Ja, das haut natürlich richtig derbe rein. Und dann sagst du natürlich, okay, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, ich lasse es wieder. Ja, und dann noch mehr Frust, noch mehr Essen. Und dann geht's weiter. Und es geht weiter, es geht immer weiter, es geht. Und dann halt irgendwann mal, also man braucht, also was ich gemerkt habe, man braucht, das ist wie so eine Art Schalter, den man umlegt. Und dann auf einmal, dann ändert sich aber radikal alles. Ja. Und bei mir, bei mir war der Schalter, ich habe fast einen Blinddarmdurchbruch gehabt und bin operiert worden. Und dann haben sie den quasi entnommen, den Blinddarm, und haben den eingeschickt ins Labor, weil der chronisch vernarbt war. Und dann haben sie gesagt, nach einer Woche oder sowas, da war ich dann schon wieder daheim, hat dann auf einmal ein Professor angerufen von der Universität und hat gesagt, ja, er möchte mich sprechen, ich war aber da gerade eben halt nicht am Apparat. Und da ist meine Mutter rangegangen ans Telefon und da hat er extra gesagt, ja, ich darf das Ihnen nicht erzählen, obwohl es meine Mutter war. Und dann hat man schon gewusst, okay, es ist was Schlimmeres. Und dann, wie ich halt das zurückgerufen hat, hat er halt echt gesagt, ja, es tut mir jetzt leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber Sie haben Krebs. Also ich hatte direkt am Blinddarm bösartigen Krebs im Blinddarm selber drinnen. Es war so ein Tumor, der war bösartig. Und Sie müssen jetzt gleich hierher kommen und dann besprechen wir alles Weitere. Und dann bin ich halt, es war eine halbe Stunde oder sowas, und bin natürlich gleich reingefahren. Und ich sagte, ja, wir müssen sie jetzt sofort nochmal operieren und vorsichtshalber noch mehr Gewebe entfernen, weil das war ein bösartiger und nicht, dass er gestreut hat und so weiter und so fort. Und das war, wie gesagt, ein richtiger Schlag in die Fresse. Ja, das glaube ich. Ja. Das ist erstmal einmal vom Hocker. Und da warst du nämlich erst wie alt? Das war 2011, also sprich war ich da ja 20 aufeinander. Das sind, ja, 21. Ja. Also eigentlich kein Alter, in dem man normalerweise damit rechnet, Krebs zu haben. Ja. Das war dann so, also eigentlich hatte ich ja Glück im Unglück. Weil stell mal vor, man hätte das jetzt, was davon gibt es gar nichts. Ja. Erstens würde ich wahrscheinlich immer noch so aussehen. Gut möglich. Das war wahrscheinlich auch nicht gerade gesundheitsförderlich ist. Ja, und wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre, wenn er noch weiter gestreut hätte und so weiter und so fort. Ja. Ja, da muss ich natürlich auch Sachen unterschreiben, dass sie nochmal ran dürfen und so weiter und dass da Komplikationen entstehen können, wie zum Beispiel, ja, Katheter und so weiter, ne, Latus und Zeug. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, gut, dann sollen sie es halt machen. Und das war dieser Schalter bei mir. Dann hat es auf einmal Klick gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich muss was ändern, das funktioniert halt einfach so nicht, das geht so nicht weiter. Ich habe da noch ein ganz schönes Beispiel, und zwar, da muss man ja immer wieder zu dieser erstmal vierteljährliche Untersuchung, wo man ins TT reinkommt und so weiter und so fort, und da wird ja hier alles durchleuchtet. Und dann habe ich irgendwann mal gefragt, so, ja, was ist denn das da? Und ich gesagt, ja, das ist ihre Niere. So, ja, wieso ist denn die so weiß? Ja, ist natürlich völlig von der Fettschicht, ich weiß nicht, wie nennt man das genau, irgendwie gibt es da ein Spezial... So fettlebermäßig meinst du? Genau. Ja. Weil die halt total verfettet ist und man die deswegen noch so nicht sieht. Und die sollte eigentlich komplett dunkel sein, hat er gesagt. Aber bei ihnen ist halt komplett weiß. Aha, okay, ja gut. Das war dann nochmal so ein Indiz für mich, da wo ich gesagt, okay, ja, hey, vielleicht solltest du mal was tun. Und
dann habe ich halt doch langsam angefangen. Ich habe dann meine Ernährung umgestellt erst einmal. Mhm. Und das war am Anfang war das unheimlich schwierig. Richtig krass. Ja. Man ist es gewöhnt, eine Pizza zu essen und eine Currywurst und Eis noch hinterher. Und das, man ist es halt, ja. Die erste Umstellung ist richtig hart, ne? Richtig, also wirklich krass. Das war dann wirklich ich sag jetzt mal, ja, also 2 Monate mindestens, bis man sich dann dran gewöhnt hat. Und man hat sich dann auch so schlapp gefühlt und so kaputt und so fertig. Und ja, genau. Und dann ging das irgendwie, ging immer weiter und dann hat man langsam die Erfolge gesehen quasi. Mhm. Auf der Waage. Langsam ging es halt, es ging am Anfang natürlich rapide bergab. Ja. Und da hat man sich natürlich unheimlich gefreut, ne? Unheimlich stolz hat man sich gefühlt und hat gesagt, jawohl. Die erste Hürde dann zum Beispiel unter 100 Kilo, ich habe mich so gefreut. 99 Kilo, nicht mal dreistellig, sondern nur noch 99 Kilo. Ich bin so ausgefasselt an der Waage. Also, das ist meine Currywurst als Belohnung. Ja, das war dann Salat. Das war dann Salat. Wenn ich irgendwas mache, dann ziehe ich das knüppelhart durch. Ja. Ich meine, du kennst mich auch, ne? Ich kenne dich mittlerweile, ja. Also da gibt es auch keine Ausreden und keine Ausflüchte und genauso wie zum Beispiel wenn ich jetzt mal krank werde, dann schreibe ich ihn und sage, hey Daniel, kann ich nicht zum Beispiel vielleicht doch kommen oder so. Also so extrem ist es wirklich. Also die müssen da wirklich immer zusammenscheißen, so drohen, so, wehe, du kommst, ne? Du bleibst jetzt zu Hause, du bist krank, geh ins Bett, trink Tee, aber nicht hier. ja. Es ist dann, da wo es dann quasi angefangen hat, so langsam, und ich meine Erfolge gesehen habe, wirst du immer wieder mehr. Ja. Immer wieder mehr. Das ist dann sozusagen eine Spirale nach oben. Genau. Ja, genau. Ja. Der Aufschwung dann quasi, ja. Dann war es halt, irgendwann mal waren es dann bloß noch 80 Kilo, dann war ich auf 70 Kilo und dann haben wir gedacht, okay, hey, jetzt schon langsam, schaut so eigentlich kommt schlecht aus, oh, da geht noch was. Und dann, das ist halt quasi, irgendwann mal ist halt stehen geblieben, dann ging nichts mehr. Und dann war es bei mir halt wieder zu übertrieben und ich habe gesagt, okay, jetzt ging nichts auf der Waage, dann esse ich halt morgen gar nichts. Also so krass war das, dass ich wirklich gesagt habe, ich möchte mehr. Wie eine Sucht halt. Ist und dann auch schon gefährlich, kann dann auch wirklich dann ins andere Extrem überschlagen. Ja. Genau, das war dann mein Problem. Ja. Mein Arzt hat mich auch dann darauf hingewiesen. Das Schöne waren halt dann natürlich die CT-Bilder, die waren natürlich dann die ganzen Organe nicht mehr weiß, sondern ganz normal dunkel. Mhm. Und dann hat er mich aber auch irgendwo angesprochen, ey, pass auf, gell, nicht, dass dann wieder in das andere reingeht. Ja. Magersucht. Und dann bin ich zur Bundeswehr gekommen, weil ich war ja dann schon relativ dünn, hab dann natürlich auch schon Sport gemacht, also eigentlich eher mehr nur Laufen und so. Und dann habe ich ja mal gesagt, okay, ich habe dann halt einfach mal kombiniert und gesagt, mir macht jetzt der Sport unheimlich viel Spaß. Ich habe gut abgenommen, ich will nur was werden. Dann gehe ich zum Bund. Mhm. Dann bin ich zum Bund gegangen. Und da war es natürlich auch am Anfang dann Grundausbildung, war natürlich auch eine Herausforderung. Klar. Und dann ging es natürlich auch noch, weil da machst du natürlich auch einen Haufen Zeug und gehst viel laufen, machst wirklich viel Sport. Und dann ging es natürlich nochmal weiter runter. Und mein Arzt hat dann das immer wieder im Blick gehabt, immer wieder im Blick. Und wie ich dann auf, lass mich lügen, 58 Kilo unten war. Also einfach mal das Körpergewicht mehr als halbiert. Also von 125 auf 58 Kilo. Ja. Also 58 Kilo ist dann schon sehr, sehr niedrig. Also war dann schon ins andere Extrem. Ja, richtig. Und das ist halt meinem Arzt dann auch aufgefallen. Und der hat gesagt, okay, jetzt ist Schluss. Wenn du jetzt nicht aufhörst abzunehmen, dann melde ich dich als krank, als magersüchtig, weil das ist ja eine Krankheit. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ja, dann machst du halt was anderes. Dann machst du halt ein bisschen mehr Krafttraining und baust quasi wieder auf, aber diesmal nicht Fett, sondern hier Muskulatur. Muckis. Ne? Und ich weiß nicht, da war ich mal in Berlin und habe da den Bundestag angeschaut und alles Mögliche und dann hat mich halt wirklich tatsächlich jemand angesprochen und hat gesagt, ja, ihr machst du Bodybuilding? Und ich habe gesagt, nee, eigentlich nicht. Ja, weil ich so eine kräftige Statur habe quasi, immer nur oben rum. Ja, und wieso ich das nicht professionell mache und so weiter und so fort. Und dann bin ich halt ins Überlegen gekommen und habe gesagt, hey, eigentlich Sport macht jetzt unheimlich viel Spaß, Krafttraining sowieso. Mhm. Also du kennst es ja bestimmt, alleine schon das Geräusch.
wenn Eisen aneinander schlägt. Ja. Da geht das Herz auf, ja. Ja, und dann irgendwann mal habe ich selber angefangen mit dem Krafttraining und bin dann halt relativ ungeduldig geworden. Und habe gesagt, ja, es verändert sich nichts, es wird nichts, ich merke es nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Jetzt hast du am Anfang schon so viel Dummheiten gemacht und so viel Fehler gemacht. Dann will ich es jetzt doch professionell machen. Und dann bin ich halt mal, ja, so in jedem Fitnessstudio mal reingegangen und habe mal gefragt, okay, wie schaut's aus? Ich suche da jemanden, der mir dann hilft. Und dann ist dein Name mal gefallen. Wo ist der denn gefallen? Bei die Insel. Ah, die Insel. Interessant. Die Insel hat gesagt, ja, zwei Stück haben sie mir genannt. Die, wo sie kennen, die, wo das halt wirklich professionell machen und auch schon Wettkampferfahrung haben. Weil jetzt kommt ja, mein nächstes Ziel ist ja jetzt dann Wettkampf mit dir zusammen. Ne? Ja, greifen wir an, haben wir auf den Plan. Ja, genau, das ist also von einem Ziel in das nächste halt gleich rein. Ne? Erst einmal abnehmen, okay, passt. Und jetzt gleich nächstes Ziel. Wobei ich jetzt sagen muss, das ist jetzt wesentlich schwieriger. Ja. Also das ist wirklich nochmal ordentlichen Happen mehr. Ja, also wie gesagt, da ist dein Name gefallen, dann habe ich dich halt einfach mal so angeschrieben. Mhm. Den anderen da auch einmal. Aber du hast natürlich dann gleich geantwortet. Ne? Ich meine, jeder, der wo in Daniel schreibt, der weiß, wenn er nicht innerhalb von einer Stunde antwortet, dann ist er entweder krank oder schläft. Also ist echt. Und das kam mir halt dann schon so richtig positiv vor. Und dann habe ich gesagt, okay, machst du was? Scheißegal, machst du was. Weil wie gesagt, du hast ja am Anfang schon so viel Scheiße gemacht. Das ist normal. Und da möchte ich jetzt halt endlich mal was richtig machen. Und das halt dann mit professioneller Unterstützung. Und da muss ich jetzt halt auch mal natürlich hier jetzt sagen, deswegen bin ich halt so unheimlich gerne hier. Weil hier hat man diese professionelle Unterstützung. Egal, ob es jetzt durch einen Daniel ist, durch einen Ruppi, der jetzt gerade hinter der Kamera steht, oder durch einen Markus im Shop auch, oder der Markus jetzt hier im Büro. Einfach super Leute und deswegen fühle ich mich auch so unheimlich wohl und deswegen komme ich auch gerne rein. Und das freut uns, ja. Das freut uns am meisten dann. Genau. Ich bin halt Herz und Flamme auch für das Fitnessstudio. Also das ist halt wirklich mein zweites Zuhause. Und wie du sagst, im Winter. Das freut mich. Aber das finde ich schon wirklich interessant. Also diese von einem Extrem ins andere. Also wenn man sagt, gut, von der Fettsucht nenne ich es jetzt wirklich mal, runter zu fast in die Magersucht. Und dann wieder rauf in andere Extreme, also ins Wettkampf Bodybuilding, Bodybuilding-mäßig rein. Also das sind ja eigentlich drei richtige Extreme. Hm. Da merkt man schon diesen, ja, ich nenne es jetzt mal, irgendwo dann diesen Leistungsgedanken, wenn man diese dann so ein Ziel hat wie du, dann ja, gibt er halt alles und setzt voll rein. Man will halt auch immer mehr. Ja. Und du weißt es selber. Ich habe mich in den Spiegel angeschaut, wie ich so dünn war. Und gesagt, nein, Mann, es gefällt mir nicht. Ich bin bei meinem Spiegelbild nie zufrieden gewesen. Und genau das ist es halt immer wieder, weil man nie mit sich selber zufrieden ist. Man will sich immer verbessern, man will immer stärker werden. Man will halt einfach das Maximum rausholen, was geht. Ich kann dir auch versprechen, du wirst nie zufrieden sein in dieser Sportart. Das habe ich auch schon öfters gehört und das habe ich mir jetzt schon damit angefreundet. Ich meine, ich schaue mir jetzt schon ab und zu mal so einen Spiegel an und sage so, ach komm, das ist eine Scheiße. Fuck. Muss mir jetzt, glaube ich, jedem, der trainiert. Also ich kenne wirklich keinen Einzigen, der sagt, ist egal, was passt. Ich glaube, kein Einzelner, jeder sagt so, oh, da geht noch was und da hier und da und das kann besser sein. So geht es, glaube ich, jedem. Ja. Man sagt vielleicht, ja, okay, es sieht gut aus oder es wird gut, aber perfekt ist es nie. Nee. Weil wenn man dann was erreichen würde oder erreicht hat, dann setzt man sich die Ziele wieder höher. Ja, genau. Ja. Und deswegen, ich sage halt dann generell, okay, wie das du mir auch schon gesagt hast, nimm dir große Ziele und die verfolge ich halt jetzt halt. Und das ist halt jetzt halt der Wettkampf. Und da will ich auch hin und ich sag's ganz ehrlich, ich weiß ganz genau, dass ich nie zur Spitze gehen werde oder nie zur Spitze kommen werde. Aber ich kann es denen jetzt halt da, die wo mir jetzt zum Beispiel da jetzt damals im Fitnessstudio ausgelacht haben oder sowas, ne, dem werde ich es zeigen. Und dem werde ich sagen, hey, pass auf, okay. Den hast du schon gezeigt. Gegenwart, nicht Zukunft, sondern den hast du schon gezeigt. Aber ich will es ja noch mehr zeigen. Ich will noch mehr machen. Es ist halt einfach, es ist echt eine Sucht. Wenn es dich einmal hat, dann hat es dich richtig. Und mich hat es halt richtig voll erwischt. Und ich habe gesagt, okay, ich will das machen, ich will das durchziehen. Und da kommt dieser Perfektionismus dann in mir durch. Und dann sage ich, ja, ich habe früher so ausgeschaut und jetzt schaue ich so aus. Und das Ziel, jetzt ist das, wo ich habe.
Das werde ich auch konsequent durchziehen, egal was da kommt. Ich weiß hundertprozentig, irgendwann mal stehe ich da oben mit ihm. Und auch wenn wir nicht gewinnen oder sowas, das ist mir dann egal, aber ich stehe da oben und kann sagen, ich habe das gemacht. Ja. Okay, wir haben das gemacht. Ja? Ich sag dir nur, wie es geht, du machst es ja dann. Ja, genau. Aber trotzdem. Und mit Hilfe ist es natürlich immer wieder schön. Und wie gesagt, ich habe halt aus den Fehlern gelernt und habe gesagt, ich habe viel Scheiße gemacht und jetzt hat das professionell. Ja, und das machen wir auch. Ja, jetzt kennt ihr den Manu bei uns. Eigentlich schon, ja, Mitglied will ich immer nicht sagen, weil er eigentlich mehr ist wie ein Mitglied bei uns. Teil der Familie eigentlich schon, kann man so wirklich schon sagen. Teil der Puff-Familie. Ja. Runter wie Öl. Freue mich auf jeden Fall für deine ehrlichen Worte. Wenn ihr Fragen habt an Manu, an mich, an uns, haut es einfach runter in den Kommentaren. Wir versuchen das dann so gut es geht zu beantworten. Und ja, ansonsten, ich hoffe, wir konnten einige motivieren, inspirieren mit der Geschichte von Manu. Und ja, wenn ihr so Fragen zu ihm habt, über ihn habt, haut ihn einfach selber an. Manu hat immer eigentlich ein offenes Ohr, eine offene Antwort für euch. Und ja, das war's. Jo. Reingehauen.